Ja, heute will ich über die Annahme sprechen, die Akzeptanz. Im Bankenkreisen sagt man den Akzept. Das ist also eher eine Art von Wertpapier, ein Papier, das Wert hat durch Akzept. Aber was wir als allererstes beleuchten müssen, ist, was eigentlich hinter dem Prinzip von etwas annehmen wirklich steckt. Und dann gehen wir auf das eher Spezielle ein, was sich wirklich durch den Rest des Kurses dann hindurchziehen wird. Und da werden Ihnen viele Beispiele auffallen und sicherlich viele Erkenntnisse aufleuchten, was eine Annahme wirklich ist. Und das kann man in den begrenzten Worten, die man hat, eigentlich auch nur begrenzt zum Ausdruck bringen. Die Annahme ist etwas, wo ich heute noch nach so vielen Jahren immer wieder neue Erkenntnisse drüber bekomme, einfach durch den Umgang damit, durch das Erlebnis, welches andere haben, mit der Annahme, was gesagt wird, was geantwortet wird oder wie damit umgegangen wird. Es gibt immer neue Aspekte. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man sich auf das Wort Annahme mal wirklich konzentriert. Das ist nicht nur, dass man etwas nimmt, dass man etwas, was darum liegt, einfach nimmt, aufnimmt, sondern dass man etwas annimmt. Das heißt, man bringt es sich wirklich ganz nahe. Oder an bedeutet eigentlich wirklich, dass man sich etwas zu eigen macht. Das heißt, nimmt man etwas an, dann macht man es sich zu eigen. Das ist nicht mehr etwas, was man dann von sich wegschieben kann oder sagen kann, jemand anders hat die Verantwortung, sondern ich habe die Verantwortung jetzt dafür. Und dabei kommt es jetzt nicht so sehr darauf an, dass man das billigt oder für gut befindet, was man da annimmt, sondern dass man Kontrolle darüber bekommt, was man annimmt. Das heißt, hat man Verantwortung für etwas, wir kennen das schon, als wir uns unterhalten haben über Admiralität, Versicherung, ja, der Versicherer sozusagen, der hat das Sagen. Und genauso ist es mit der Annahme, wenn ich etwas annehme, dann mache ich mir das, was ich annehme, zu eigen. Das heißt, es gehört jetzt mir oder zumindest auch mir, vielleicht mit dem anderen, aber ich komme in eine Position der Kontrolle. Und da sieht man auch wieder den Unterschied zwischen Täter und Opfer. Das Opfer, das kann ja nicht sagen, ich habe das angenommen, sondern das ist mir zugefügt worden. Das wird das Opfer sagen. Und der Täter wird sagen, ich habe ihm das zugefügt. Ja. Wenn jetzt aber das Opfer sagen würde, okay, ich nehme das an für so und so einen Wert, dann auf einmal macht sich das Opfer die Handlung des Täters zu eigen und weist dem Täter jetzt eine Haftung zu. Das ist eine ganz andere Situation und der Annehmer wird sich dabei auf seine eigenen Ressourcen beziehen, viel mehr als auf die Dritter, wie zum Beispiel einem Gericht oder der Öffentlichkeit. Das mag er durchaus, aber die eigene Annahme, die eigenen Ressourcen, die sind doch immer noch einen Grad mächtiger, auch wenn wir das verlernt haben, solche Dinge durchzusetzen, als die öffentlichen Lösungen oder Heilungen, die eine Drittpartei einem zugestehen kann, wirklich, wenn man sie beantragt, wirklich. Das heißt, man kann sozusagen niemals, wenn man so will, zu einem Helden werden in seiner eigenen Lebensgeschichte, wenn man nicht die Herausforderungen, die auf einen zukommt, annimmt. Und dabei ist es wichtig, dass man erkennt, wenn man in die Position des Annehmers kommt, dass man dann bestimmen kann, bis zu einem gewissen Grade, was passieren soll in dieser Angelegenheit. Das heißt, da kommt ein Problem, zum Beispiel in Form einer Rechnung auf einen zu, eine Herausforderung, wenn man so will. Und jetzt, wenn ich die zurückweise und sage, nee, das verweigere ich, weil weisen Sie mir erstmal nach und so weiter und so fort, dann kommt die andere Seite heute in unserer kommerziellen Welt sozusagen und macht ganz einfach einen Verzug drauf. Sagt, na, der hat das nicht angenommen, der ist im Verzug, der zahlt das nicht, der ist im Verzug. Und dann ist es wirklich der Verzug, und nicht die Originalrechnung, die jetzt den Wert hat, den dann der Rechnungssteller in öffentlichen Gerichten durchklagt und auch Recht bekommt. Ja, wir haben darüber gesprochen, über die strikte Haftung in der Admiralität.
Das heißt, man kann eine Rechnung nicht ablehnen, man muss sie annehmen. Und das kann sich so weit erstrecken, sogar auf fremde Rechnungen. Das heißt, kommt man in den Besitz einer Rechnung, die eigentlich gar nicht mal auf den eigenen Namen ausgestellt ist, so kann man diese trotzdem annehmen. Das nennt man dann eine Ehrenannahme, ein Acceptance for Honor. Das sind wirkliche rechtliche Begriffe im Kommerzrecht selber, zum Beispiel Wechselgesetz oder UCC, die Acceptance for Honor, die Ehrenannahme, nur damit hier nicht irgendein Papier, was nicht gedeckt ist, in der Öffentlichkeit rumzirkuliert. Und warum kann man das tun? Weil einem durch eine Annahme in dieser kommerziellen Welt, in der Fiktion, in der wir heute leben, eigentlich kein substanzieller Schaden entsteht, wenn man das korrekt macht und sich auch konsequent korrekt verhält. Also die Annahme, da steckt wirklich auch etwas Philosophisches dahinter oder können wir mal sagen, etwas ein bisschen Esoterisches, wenn man will, also etwas auch Okkultes, also etwas, was im Verborgenen liegt. Es ist ein Geheimnis. Und das ist der Grund, warum das so viele Menschen heute nicht verstehen. Und es ist auch ein Grund, warum in der Öffentlichkeit die Menschen so erzogen werden, dass sie immer argumentieren, ja, dass sie kritisieren. Dann spricht man von der konstruktiven Kritik. Das heißt, man macht das nieder, was der andere sagt, und dann kommt man selber mit einer Idee daher. Das mag sicherlich hier und da durchaus eine gute Sache sein, aber dieses ständige Kritisieren, das ständige Argumentieren, diese sogenannte Kritikfähigkeit, die heute den jungen Menschen angeeignet wird, in Form von Diskussionsrunden, die alle zu überhaupt nichts führen, weil es nur Gelaber ist, das bringt den Menschen wirklich von dem Verständnis der Annahme weg und wird ihn nicht befähigen, Probleme wirklich effektiv zu lösen. Probleme effektiv zu lösen im zwischenmenschlichen Bereich ist immer Schritt Nummer 1, die Annahme. Okay? Habe ich ein Problem mit jemandem anders, dann muss ich mich mit ihm hinsetzen. Und meine erste Annahme ist, dass ich ihm zuhöre. Ich nehme das an, was er mir sagt. Ja. Und ganz gleich, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder ob das jetzt geschimpft ist oder ob das nett gesagt ist. Okay, ich höre mir das an und ich nehme diese Situation an, dass er jetzt mir vielleicht sein Leid klagt. Okay? Das heißt, ich versuche mich einzulassen auf das, was der andere braucht. Was ist denn das, was er braucht? Was will er eigentlich? Und dabei spielt es dann weniger eine Rolle, ob das, was er sagt, alles jetzt hundertprozentig stimmt. Vielleicht nimmt er das so wahr, vielleicht übertreibt er ein bisschen, um sozusagen mich dazu zu bringen, das zu verstehen, was er da meint. Das alles spielt keine Rolle. Es geht nicht darum, dann in Einzelheiten zu gehen und zu sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht und so weiter und so fort. Sondern warum sagt er mir das? Okay, was braucht er, was ich ihm geben kann und ihm nicht gebe? Das nennt man die friedliche Konfliktlösung. Das heißt, man lässt sich drauf ein, auf das, was der andere sagt. Und da muss man zwischen den Zeilen hören sozusagen, zwischen den Worten hören. Und dann kann man natürlich vom anderen auch erwarten, dass er auch einem zuhört. Aber je mehr man sich einlässt auf das, was der andere sagt, und je mehr man vielleicht auch mal sagt, okay, ja, ich verstehe das, vielleicht habe ich dir das nicht gegeben, ich werde mich darum bemühen, dir das zu geben in der Zukunft, ja, zum Beispiel im Partnerschaftlichen, im Zwischenmenschlichen. Und je mehr man das Gefühl mal vergisst, der schiebt einem die Schuld zu, sondern vielmehr eigentlich braucht er etwas von mir, was ich ihm nicht gebe. Ja. Je mehr man in diese Haltung reinkommt, desto leichter kann man den Konflikt lösen. Das ist einfach eine ehrliche, offene Haltung. Und in so einer Haltung bekommt man schnell die Kontrolle über die Situation. Und diese Kontrolle muss natürlich derartig ausgerichtet sein, dass man versucht, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen mir und dem anderen. Das heißt, ich gebe ihm das, was er braucht. Und vielleicht hört er mir dann zu und gibt mir auch das, was ich brauche. Aber oft ergänzen sich die Dinge automatisch. Denn wenn es zu einem Konflikt kommt, dann ist es oft ganz einfach so, dass eine Blockade vorhanden ist zwischen den Menschen.
So, jetzt, man muss aber auch in der Lage sein, natürlich zurückzuweisen, wenn jemand anders daherkommt und ungerechtfertigterweise hier Ansprüche und Forderungen stellt. Das geht nicht. Ja, man kann ihm trotzdem zuhören und sagen, okay, mal gucken, wie wir das lösen können, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dir das geben kann. Okay, aber mal schauen, was wir erreichen können. Vielleicht kann ich auch etwas vermitteln. Also die Annahme ist immer eine positive Haltung. Man macht sich etwas zu eigen, man lässt sich auf etwas ein. Und das ist nichts anderes bei einer kommerziellen Annahme einer Rechnung. Aber darauf kommen wir später noch. Jetzt, wenn man etwas nicht annimmt, was man eigentlich annehmen müsste, nun, dann ist man ganz einfach in der Entehrung des anderen. Das ist eine Dishonor, Entehrung. Und wenn man die sofort zum Ausdruck bringt, ist man sofort auch im Verzug. Ja, das ist der Default oder Dishonor in Default, Verzug aufgrund von Entehrung. Und das schafft immer klare und unumstößliche Fakten. Wenn man etwas zurückweist, ganz schriftlich und sagt, nee, das zahle ich nicht, oder darauf lasse ich mich nicht ein, dann ist das sofort ein Verzug, eine Entehrung, und das schafft Fakten, und die sind nicht mehr umstößlich, es sei denn, man bittet den anderen um Entschuldigung, zum Beispiel, weil man etwas missverstanden hat, das kann man immer einräumen, man räumt ein, dass man etwas missverstanden hat, und dann versucht man die Sache doch noch so zu heilen, wie das am besten ist. Das geht. Also eine Entschuldigung oder eine Bitte um Entschuldigung für eine begangene Entehrung ist etwas, das muss der andere berücksichtigen. Allerdings muss das relativ schnell kommen, nachdem man die Entehrung vollbracht hatte. Ja? Denn sonst kann man nicht mehr erwarten, dass man dann noch seine eigenen Heilungsmöglichkeiten durchsetzen kann. Es gibt verschiedene Arten von einer Sache annehmen. Man kann etwas bedingungslos annehmen. Ja, das nehme ich an. Dann gibt es eine zweite Art, das ist die sogenannte bedingte Annahme. Das heißt, man sagt, ja, das nehme ich an, unter der Voraussetzung, dass Sie mir den Vertrag zeigen, der Ihre Forderung begründet. Das ist schon leicht argumentativ und kontrovers, aber wenn Sie irgendwo eine Rechnung ins Haus bekommen, von irgendjemanden, wo Sie sicher sind, Sie hatten niemals mit dem irgendwelche Geschäftsbeziehungen, ja, eine Firma oder ein Anwalt, und der stellt eine Forderung an Sie, und da ist ein Name auf dieser Forderung, also Ihr Name oder der Name der Person drauf, dann niemals einfach zurückweisen und sagen, hier, nee, das zahle ich nicht, das ist an den falschen Adressaten gegangen. Das geht nicht. Denn das ist eine beinharte Entehrung und könnte durchgesetzt werden von der anderen Seite, einfach aufgrund dieser beinharten Entehrung, auch wenn das nicht passiert. Es zeigt einfach, dass man nicht vertraut ist mit den Regeln des Kommerzes. Man schreibt zurück, ich habe Ihre Rechnung von so und so vielen Vorliegen an, die Person sowieso. Ich nehme die Rechnung an, unter der Bedingung, dass Sie mir nachweisen, erstens, dass die Person sowieso resident ist oder wohnhaft ist an der Adresse, an der Sie sie geschickt haben. Und zweitens, dass der Unterzeichner für den Ausgleich dieser Rechnung tatsächlich haftbar ist. Und dann unterzeichnen Sie mit Ihrer Signatur und Ihrem Namen. Ja, dann muss der andere das nachweisen. Und das nennt man die bedingte Annahme. Jetzt wird das oft gemacht, dass die Leute ins Gericht gehen und sagen, ja, ich nehme die Zahlung der Hypothek an, wenn mir die Bank nachweist, dass sie einen Vertrag hat, den ich unterzeichnet habe und den die Bank auch unterzeichnet hat. Bloß weil wir ja wissen, dass eine Bank natürlich den Originalvertrag nicht mehr da hat, der ist längst wegverkauft worden. Das ist einfach eine Lüge, denn man weiß, man hat der Bank ein Papier gegeben, was die eigene Unterschrift drauf hatte. Das weiß man. Und bloß weil die Bank das nicht mehr hat, weil sie es weiterverkauft hat, heißt es noch lange nicht, dass man nicht doch denen ein Papier gegeben hat mit einer Unterschrift. Und dann schon dreimal nicht, wenn man jahrelang seine Hypothek überwiesen hat, da sprechen die Fakten ganz einfach dafür, dass es einen solchen Vertrag gegeben hat, denn man hat jahrelang einen Betrag überwiesen von einer bestimmten Summe.
oder einer variablen Summe und die Bank kann das nachweisen. Das heißt, die Tatsache der Überweisungen ersetzt hier eigentlich die Notwendigkeit, dass man überhaupt den Vertrag nachweist. Das heißt, würden Sie jetzt von vornherein, Sie unterzeichnen eine Hypothek, die Hypothekensumme wird bezahlt und so weiter und so fort, ja, und dann stoppen Sie gleich vor der ersten Zahlung und dann gehen Sie ins Gericht, na, also diese Verbindlichkeit habe ich nicht, was hat denn die Bank dafür Beweise? Die Bank kommt daher mit einer Kopie des Vertrages und Sie sagen dann, na, aber das habe ich nie unterzeichnet. Das ist natürlich, wäre gelogen, ja. Aber dann hätte die Bank, könnte nicht nachweisen, weil es auf der öffentlichen Seite keine Transaktion gibt, die belegt, dass von ihrem Konto auf deren Konto etwas gezahlt wurde. Das heißt, dann gäbe es da weitreichendere Untersuchungen und irgendwie früher oder später könnten die das dann vielleicht schon nachweisen, aber das ist schlicht und ergreifend ein unehrenhaftes Verhalten, denn man selber weiß, man hat etwas unterschrieben und dass die Bank hier keine Forderung stellt, die man nicht selber bewilligt hat durch die eigene Unterschrift. Das weiß man. Und wie die Bank das Geld da erschafft für den Kredit und so weiter und so fort, das spielt überhaupt keine Rolle. Das sind vertragliche Schulden, das heißt, das sind Schulden, die nicht in der Substanz existieren, sondern das ist durch Bilanzverlängerung erzielt worden der Bank. Und die Bank hat einem da etwas gegeben auf der öffentlichen Seite, was jetzt kein Verlust für sie bedeuten würde, wenn sie das nicht zurückbekäme, auch die Zinsen nicht wirklich. Aber trotzdem ist es eine Schuld, die vertraglich so vereinbart wurde. Und wenn man sich dazu verpflichtet hat, monatlich so und so viel zu zahlen und man hält das nicht ein, dann ist man schlicht und ergreifend im kommerziellen Verzug, in Admiralität. Das heißt, da wird dann die Sache verklagt. Das ist zum Beispiel der Titel des Hauses oder die Person. Okay, das ist in Sachen, in Admiralität ist das also. Also, das ist keine Art und Weise, etwas abzulehnen einfach. Das ist die dritte Art und Weise, wie man mit etwas umgehen kann, die strikte Ablehnung. Jetzt, das kann man tun, in bestimmten Umständen, innerhalb einer sehr kurzfristigen Zeit. Wenn zum Beispiel etwas kommt, ja, vom Staatsanwalt, man ist schnell gefahren und hier ist die Rechnung, ja. Wenn man da innerhalb von 24 Stunden da das zurückschickt und sagt, abgelehnt aus Mangel an Grund oder refused for cause, das heißt, es gibt keinen wirklichen Grund, dann müssten die das einfach so annehmen. Das geht, das kann man machen, wenn das schnell geht. Aber nicht, wenn es um zivile Schulden geht, wie zum Beispiel Bankschulden, Wasserversorger, Energieversorger, Telefon und so weiter und so fort. Das kann man nicht einfach verweigern, denn man hat wenigstens einem Gerichtsstand zugestimmt und man weiß selber, dass man das hat. Das heißt, man bekommt sofort einen Ruf, unehrbar zu sein, wenn man solche Taktiken fährt. Und ich weiß, das wird oft angepriesen, man soll sich so gegen die Bank wehren. Das ist einfach streng kommerziell gesehen, ist das unehrenhaft. Es gibt Taktiken, die mögen funktionieren und letztendlich ist es natürlich eine Listigkeit der Bank. Und wenn man selber listig ist, dann kann man sie da vielleicht ausstechen, aber die Chancen sind sehr gering, weil Banken sind beschützt, das sind sogenannte geschützte Personen, protected persons. Das heißt, deren Interessen überwiegen die Interessen der einzelnen Individuen. Und das heißt, man kommt einer Bank so nicht vorbei mit solchen Taktiken und man verzögert nur das Unvermeidbare. Jetzt, um das Ganze ein bisschen durch ein alltägliches Beispiel zu symbolisieren. Ein Beispiel ist, die Mutter fragt ihren Sohn, Hans, kannst du bitte mal den Müll raustragen? Und jetzt kann der Hans sagen, nein, mache ich nicht. Das ist eine beinharte Entehrung. Weil sowas tut man nicht. Ja, ich sage ja auch nicht zu meinen Kindern, wenn sie sagen, du Dad, es ist 5 Uhr, du hast gesagt, du hilfst mir bei den Hausaufgaben. Und ich sage dann, nein, das mache ich nicht. Das wäre auch eine Entehrung. Ja? Nur hat er dann nicht die Möglichkeit, das durchzusetzen, weil er jünger ist als ich. Ist einfach eine Entehrung, das macht man nicht. Ja? Oder er könnte sagen, ja okay, Mom, mache ich in 20 Minuten. Ich will mir gerade noch die Halbzeit angucken oder ich bin gerade dabei, meine Mathehausaufgaben fertig zu machen. Ist es in 20 Minuten okay?
Und wenn die Mutter dann sagt, ja, das ist fein, dann muss ich es auch in 20 Minuten machen. Wenn ich es dann nicht in 20 Minuten mache, bin ich wieder in der Entehrung. Oder die Mutter sagt, nein, in 20 Minuten ist zu spät, wir haben die Ratten hinterm Mülleimer und ich will das sauber machen, das muss jetzt gleich geschehen. Ja, dann muss der Hans jetzt abwägen, ob sein Interesse wichtiger ist oder das der Mutter. Und das ist natürlich das der Mutter, weil es hier um die allgemeine Hygiene geht. Das heißt, er muss sagen, okay, dann mache ich das jetzt gleich. Ja? Und das sind die drei Arten, wie man damit umgeht. Und wenn man diese Prinzipien versteht und das auch so seinen Kindern vermittelt, dann wird das Leben auch innerhalb der Familie bekommt eine ganz andere Qualität. Es ist dann nämlich auch respektvoll und es bedeutet auch, dass man niemanden auf seinen Bedürfnissen ohne Grund sitzen lässt. Denn wenn man in einem Lebensverband ist wie in einer Familie, dann hat man Verbindlichkeiten. Alle, natürlich jetzt nicht die ganz kleinen Kinder, denen bringt man sowas natürlich eher spielerisch bei und vor allen Dingen durch Vorbild natürlich und nicht jetzt durch hier, du machst das jetzt, sondern man zeigt denen das, indem man das selber lebt. Ja, aber bei einem Teenager ist es dann was anderes. Ne? Der braucht dann schon konkrete Anweisungen oder Hinweise. Wenn man das so umsetzt, dann verändert sich das ganze Bild innerhalb der Familie. Es ist passiert viel weniger Streit und die Dinge laufen einfach harmonischer ab. Und jeder erkennt, dass er eine Verantwortung hat, demjenigen gegenüber, mit dem er unmittelbar zusammenlebt. Ja, nicht, dass der eine da die Füße unter den Tisch streckt und nichts tut und der andere sich abrackert. Also mit diesen Prinzipien der Annahme, der bedingten Annahme und auch der Ablehnung symbolisiert man Energiefluss und Dynamik. Und die Ablehnung ist das Stoppen von Energiefluss. Das heißt, da wird etwas unterbrochen. Oder das Vorenthalten. Da wird Energiefluss unterbrochen. Und das ist die Situation, in der die öffentlichen Personen heute leben. Die leben in der Unterbrechung. Da ist eine Lücke entstanden. Da fließt die Energie nicht in einem Kreis herum. Das heißt, sie kommt nicht zum Ausgangspunkt zurück, der wir ja sind. Als sozusagen die Kapitalgeber durch unsere Arbeitsleistung Energie in ein staatliches Wesen oder ein öffentliches Wesen, die kommt nicht zurück zu uns, sondern da ist eine Funkenlücke, würde ich sagen. Und da stellen wir uns rein mit unserem physischen Körper und wundern uns dann, wenn wir vom Blitz getroffen werden, einfach weil sich die Energie so weit anstaut auf der einen Seite, dass irgendwann der Capacitor, der Kondensator, einfach sich entlädt durch Funkensprung. Und dann stehen wir dazwischen und bekommen eins auf die Mütze. Und genau das ist, was passiert heute, wenn wir sozusagen von der öffentlichen Seite bombardiert werden mit Androhung von Zwangsversteigerung und so weiter und so fort. Wir haben die Dinge nicht vorzeitig geregelt. Das ist der Grund. Das heißt, wir müssen die Dinge regeln, bevor sie überhaupt in so eine Situation geraten. Und die Annahme zielt immer auf eine friedliche Einigung ab. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich nehme das an, dann ist das eine friedliche Einigung. Da gibt es keinen Streit, da gibt es kein Argument. Und das ist etwas, was ich hier einführen will. Ich habe das hier und da schon angedeutet. Aber das Argumentieren im Kommerz, das ist wirklich fatal. Das ist eine fatale Sache, wenn man anfängt zu argumentieren oder ein Argument bringt, dann ist das sofort eine Entehrung im Kommerz. Argumente können die bringen auf der öffentlichen Seite, aber wir als Männer und Weiber, als die Gläubiger, wir dürfen nicht argumentieren, warum der Schuldner nicht das Recht hat, die Rechnung als angenommen zu wissen. Denn wir haben dem Schuldner genau das erlaubt. Dadurch, dass wir dem Staat erlaubt haben, dass er in einem Reorganisationskonkurs operiert, verweise ich auf die Sitzung, wo wir über Staatskonkurs gesprochen haben. So. Das heißt, eine Annahme ist etwas, geht viel tiefer als einfach nur draufschreiben, angenommen. Es ist etwas, das macht man sich zu eigen
Und im Kommerz, wenn das passiert, im Kommerz, es ist also eine kommerzielle Annahme, dann kann der andere nicht mehr sagen, dass man sein Papier entehrt hat. Das kann er nicht mehr sagen. Das ist dann unmöglich und somit schaltet man 90% aller Handlungen auf der öffentlichen Seite aus, wo der andere sagen kann, der hat nicht bezahlt. Der hat vielleicht nicht so bezahlt, wie er das zugesagt hatte ursprünglich, aber da kommen wir dann noch drauf, wenn wir genau angucken, wie man eine Annahme auch so vorbereitet, dass man dieses Prinzip in bestehende Verträge einbringen kann, mit Energieversorgern zum Beispiel, ja, oder auch der Oberfinanzdirektion, je nachdem. Die Annahme ist etwas, was eine tiefgreifende Haltung ist, die man sich erüben muss und entwickeln muss in seinem alltäglichen Leben zur Lösung von Konflikten. Und da können Sie, wenn Sie das nicht eh schon tun, sofort damit anfangen, das in Ihrer Familie zu üben, das in Ihrem Berufskreis zu üben, wo es Konflikte gibt und so weiter und so fort. Und zwar in einer Art und Weise, nicht, dass Sie jetzt hier als überheblich daherkommen, sondern indem Sie einfach anfangen, zuzuhören. Ja, erstmal zuhören, ohne was zu sagen. Erstmal zuhören, ohne ein Urteil zu fällen. Es ist ganz wichtig, dass wir kein Urteil fällen. Wir haben darüber schon gesprochen in der Vergangenheit. Dass wir kein Urteil fällen, weil wir sind ja keine Richter, sondern wir sind dazu da, die Tatsachen festzustellen. Okay? Und der Richter entscheidet dann. Und der Richter ist vielleicht ein administrativer Prozess. Oder ein wirklicher Richter an irgendeinem wirklichen Gericht. Oder ein Administrator, je nachdem, wem wir die Befugnis geben, darüber zu richten. Aber Richten und Tatsachenfindung und all das zu vermischen in einen Pott, das ist einfach nicht korrekt. Und so kann man das Prinzip der Annahme üben. Dabei muss man, wie ich vorher gesagt hatte, nicht billigen das, was der andere sagt, das, was der andere tut. Das selber nicht, aber man muss bereit sein, sich hinzusetzen und zuzugeben oder anzunehmen, ja, diese Situation existiert jetzt. Das heißt, man nimmt die Situation an. Ich gebe ein anderes Beispiel, wie das ist. Ja, zum Beispiel, man wird von der Polizei angehalten und man fängt an zu argumentieren oder denkt sich, oh mein Gott, diese Faschisten. Okay? Das ist keine Haltung der Annahme. Das ist eine Haltung der Ablehnung, das ist eine kriegerische Haltung, das ist eine Haltung des Konfliktes. Das Erste, was man tun muss, ist, okay, so ist es jetzt mal. Und jetzt schaue ich, was ich daraus mache. Na, da sehen Sie den Unterschied. Ich muss das nicht billigen, dass mich die Polizei anhält. Ich muss das nicht gutheißen. Aber eins muss ich, und das ist annehmen, dass die mich jetzt angehalten haben hier und dass ich jetzt einfach mit denen umgehen muss. Das ist Annahme. Dass ich mich nicht mit denen rumstreite. Dass ich jetzt auch mit denen im Gespräch dieses Prinzip der Annahme erübe. Und das sind die Herausforderungen. Ja? Und wenn man die meistert und die merken, dass man mit Respekt, ruhig und Geduld mit denen spricht, meine Güte, wie viele Stunden habe ich mit denen an der Straßenseite verbracht. Und es haben sich außerordentlich interessante Gespräche ergeben, manchmal auch etwas haarsträubende Situationen, aber nie wirklich was Gefährliches für mich, sondern ja, ich habe einige Termine verpasst. Aber das, was ich dabei gelernt habe, das war so viel mehr wert als das, was ich verpasst hatte, dass ich hinterher sagen musste, das Ganze war es wert. Ich bin niemals gewalttätig angegangen worden. Ich habe auch niemals eine gewalttätige Ausstrahlung gehabt auf die. Es gab einige Polizisten, die gesagt haben, ah, den verhaften, wir verhaften dich jetzt und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, Moment, gibt's doch keinen Grund für, ich versuche doch hier nur herauszufinden, was die Grundlage ist. Naja, Sie wissen das doch, jeder weiß das. Sie sind zu schnell gefahren und hier ist ein Strafzettel, das weiß doch jeder. Ich habe gesagt, naja, vielleicht weiß das nicht jeder oder vielleicht haben einige ein anderes Rechtsverständnis darüber, nicht wahr? Ich will hier lediglich feststellen, Sie wollen von mir Geld. Ist das richtig? Und ich sagte, ja. Ich sagte, also ist es eine kommerzielle Vertragsbasis. Sie wollen Geld? Also ich habe etwas getan, was Ihrer Forderung Wert gibt. Ist das nicht korrekt? Ich überlege, naja, wenn Sie das so sagen. Ich sagte, naja, also. Ja. Ich will hier lediglich
die Modalitäten festlegen. Es gibt hier keine Kontroverse, ich bestreite nichts, gar nichts, ich biete keine Gewalt an, übrigens bin ich auch nicht derjenige, der hier die Pistolen trägt, ja, und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise kann man die Sache auch manchmal in etwas Humorvolleres umbiegen. Es kommt wirklich also darauf an, wie man umgeht mit so einer Situation. Und von vornherein eine ablehnende Haltung und kriegerische Haltung zu haben, oder das Gefühl zu haben, ah, das funktioniert eh nicht. Na, ich probiere es mal, aber funktionieren tut's eh nicht. Okay? Damit ist man nicht in der Haltung der Annahme, damit ist man in der ablehnenden Haltung. Und das, was man in die Welt herausträgt, das kommt auf einen zurück. So einfach ist das. Das ist eine Regel, die kann man sich auf ein Papier schreiben mit Gold, die kann man sich einrahmen in Gold und an die Wand hängen. Das trifft immer zu. So wie man in den Wald hereinruft, so schallt es heraus. Goldene Regel. Und niemals, niemals, niemals ist jemand anders alleine schuld an dem, was einem passiert. Okay, man erkennt vielleicht die Zusammenhänge nicht oder die größeren Zusammenhänge nicht, aber das gibt es einfach nicht. Man hat immer irgendeinen Teil selber auch mit verschuldet, wenn man so will, oder dafür gesorgt, dass einem das passiert. Ja, vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, ich weiß es nicht, aber im größeren Zusammenhang denke ich nicht, dass das der Fall ist. Jetzt aber in diesen kleineren Zusammenhängen wie mit der Polizei umgehen, mit dem Staatsanwalt, ja, mit der Bank oder und so weiter. Die kommen nicht einfach daher, weil man nicht irgendetwas getan hat, wozu man sich eigentlich verpflichtet hat. Okay, vielleicht unwissentlich, aber dennoch. Und auch wenn es unwissentlich war, wird es einem präsentiert und man versteht Kommerz, dann kann man immer eine Ehrenannahme drauf machen und sagen, ich weiß zwar nicht, wovon Sie reden und woher diese Verbindlichkeit kommt, aber ich mache eine Ehrenannahme drauf. Ja, denn man versteht Kommerz und man weiß, dass keine ungedeckten Wertpapiere, die der eine herausbringt, in der Öffentlichkeit rumflottieren dürfen. Ja, vor allen Dingen, wenn sie aus der Öffentlichkeit kommen, also eine Schuldverschreibung sind, dann müssen die angenommen werden, wenn sie einem privaten Mann präsentiert werden. Und das werden sie eigentlich immer, denn hinter jeder Person steht ein privater Mann oder ein privates Weib. Ja. Und dann muss man die Ehrenannahme drauf machen. Und so sehe ich das übrigens immer, dass es eine Ehrenannahme ist. Denn die Person ist etwas, das gehört dem Staat. Und wenn ich diese Person in irgendeiner Form verwende, okay, dann mache ich halt eine Ehrenannahme drauf. Also das ist, damit sage ich nicht, das ist nun wirklich meine Verbindlichkeit aufgrund irgendwelcher Verträge, sondern es ist eine Ehrenannahme. Und dann mache ich das meine Sache. Das heißt, dann habe ich auch die Möglichkeit, hinterher schärfere kommerzielle Mittel einzusetzen, im Falle, dass die andere Seite so eine Annahme entehrt. Zum Beispiel, indem sie sagt, na, das verrechnen wir nicht. Was eigentlich nicht passiert, die lassen das immer stillschweigend verschwinden. Ich weiß nicht wo, aber sie sagen nicht, dass es nicht gültig ist. Also, das ist die Haltung hinter einer Annahme. Es ist auch die Haltung eines Gläubigers. Denn wenn wir zurückgucken, was passiert ist, als wir über Staatskonkurs gesprochen hatten, nachdem die Goldbindung aufgehoben wurde, der Währungen, der Goldstandard sozusagen, ja, da haben ja diejenigen gesagt, die das Gold hatten, wir können nicht zahlen. Weil es gibt viel mehr Geld in Form von Kreditgeld oder auch Banknoten im Umlauf als Gold, was es decken könnte. Das heißt, wir müssen die Goldbindung aufheben, weil wir ansonsten uns übergebührlich verschulden. Denn wir haben das Gold. Und Leute, wer das Gold hatte zum Zeitpunkt des Goldstandards, der war der letztendliche Garantor für die Bezahlung der öffentlichen Schulden. Und zwar aller Schulden. Aller Schulden, die entstanden sind im Austausch von Währungspapieren oder Währungsdokumenten. Oder Dokumenten, die Währungen bezogen. Ja, das war also gar nicht mehr möglich. Das heißt, derjenige, der das Kollateral schafft, muss letztendlich die Schuld bezahlen. Und das waren natürlich diejenigen, die das Gold hatten. Nun, nicht nur das. Die Vereinigten Staaten hatten kein Gold mehr. Sie haben wahrscheinlich mal gehört von der Grace-Kommission, die Reagan initiiert hatte. Der wollte mal wissen, wie viel
Gold in Fort Knox noch war und er hat sich dafür eine Kugel eingefangen, weil er darauf bestand. Und wahrscheinlich als alter Westernheld und Fort Knox und Gold und so weiter hat ihn da sozusagen seine Schauspielerkarriere auf neugierige Pfade getrieben. Auf jeden Fall hat sich in dieser Grace Commission wirklich herausgestellt, dass überhaupt kein Gold da war in Fort Knox. Und davon haben dann die Chinesen spitz bekommen und haben gesagt, wo ist das Gold? Und dann wollten die Chinesen, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg den Amerikanern oder den Vereinigten Staaten sehr viel Gold geliehen hatte zur Deckung, zur Überbrückung von bestimmten Schuldobligationen, die durch Gold bezahlbar waren oder durch Gold bezahlt werden mussten, hatten die den Vereinigten Staaten eine Menge Gold geliehen. Und die Vereinigten Staaten haben gesagt, natürlich haben wir Gold, und haben dann den Chinesen Wolfram angedreht, glaube ich, Tungsten, ne? Das ist Wolfram auf Deutsch. Und haben das in echten Gold natürlich, wie sagt man, eingehüllt. Und die Chinesen waren nicht dumm, die haben das angeboten und haben gesehen, na, das ist Wolfram da drin. Und das hat einen wirklichen Skandal bedeutet und hat dazu geführt, dass die Chinesen durch diplomatische Kanäle natürlich, aber ganz unverblümt durch diplomatische Kanäle den Vereinigten Staaten mit Krieg gedroht haben. Und haben gesagt, wir greifen euch an, wenn ihr nicht sofort dafür sorgt, dass wir unser Gold bekommen. Da musste die US zugeben, dass sie das nicht hatte, und dann haben die Chinesen darauf bestanden, dass sie sämtliche Häfen der Vereinigten Staaten unter ihre Kontrolle bekommen. Das heißt, alle großen industriellen Häfen der Vereinigten Staaten sind in den Händen von den Chinesen. Das ist der Grund dahinter. Und deswegen, und das ist nicht nur mit den Vereinigten Staaten so passiert, sondern auch mit vielen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, wo einfach viele chinesische Produkte auf dem Markt sind, ganz einfach deswegen, weil die Chinesen gesagt haben, wenn ihr das Gold nicht zahlt und ihr als Deutsche, ihr seid jetzt mit auf der Kollateralliste, weil ihr schuldet den Vereinigten Staaten, das heißt, ihr schuldet uns. Das heißt, ihr müsst auch jetzt chinesische Produkte auf den Markt bringen. Ja, und das ist der Grund, warum es so viele chinesische Produkte gibt. Natürlich haben die das nicht gewollt, dass das umsonst geschieht. Es gibt einen Abschlag, aber die haben sozusagen Wirtschaftsbeziehungen damit erzwungen, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass irgendjemand aus Fort Knox und anderen Bereichen das Gold verscherbelt hat. Nun, wer könnte das wohl gewesen sein? Na gut. Und nachdem also die Goldbindung aufgehoben wurde, musste man einen neuen Weg finden. Und deswegen sind die vor allen Dingen in den US, man darf das nicht vergessen, hingegangen und haben sich überlegt, was kann man da tun? Und da sind die haben sich an die gewendet, die natürlich am meisten darüber wissen. Und das sind die Credit Merchants, diese sogenannten Kreditkaufleute, die seit eh und je mit Wechseln und Promissory Notes und so weiter gehandelt haben. Und die haben denen das erklärt und haben gesagt, naja, wenn wir wo unsere Unterschrift draufsetzen, dann ist das so gut wie die Bezahlung. Dann ist das so gut wie Gold. Oder wie was auch immer. Und das können wir in unseren Kreisen international zirkulieren lassen. Und jeder weiß, aha, das hat eine Unterschrift drauf, Datum, jeder weiß, wer das ist. Das ist so gut wie Gold. Das heißt, da wurde dann nicht wirklich nach Bezahlung gefragt, sondern der eine hat das aufgerechnet mit dem anderen und hatte immer eine Nullbilanz in der sogenannten Trial Balance. Wir sprechen darüber, wenn wir über die doppelte Buchführung sprechen, was das bedeutet. Und das waren zum Beispiel, kann man sagen, die internationale Bankengemeinschaft, ja, das sind Credit Merchants. Das heißt, wenn die eine Bank einer anderen ein Letter of Credit, also einen Briefkredit, schreibt, dann ist dieser Brief so viel wert, wie da draufsteht. Ganz einfach, weil der Bankmanager einer Bank das unterschrieben hat. Und dann hatte dieses Papier so viel Wert. Das konnten die sofort einlegen als ein Wert. Und die Bank, die das ausgestellt hat, hat es eingelegt als eine Verbindlichkeit. Ohne dass überhaupt in irgendeiner Form etwas gezahlt wurde oder übertragen wurde. Ja? So einfach geht es. Und wir sprechen noch in der Zukunft über Wertpapiere, Wechsel und so weiter. Ganz klar, das sind wichtige Bestandteile, aber heute wollen wir uns auf die Annahme konzentrieren und beschränken. Und
Damit so etwas durchgesetzt werden konnte und umgesetzt werden konnte, mussten natürlich die Menschen sozusagen zu Fiktionen gemacht werden, oder besser gesagt, musste ihnen ein fiktives Spiegelbild sozusagen untergejubelt werden, wenn man das mal ein bisschen lapidar formulieren kann, in Form einer natürlichen Person oder natürlich oder auch in Form einer juristischen Person, wenn jemand ein Business, also ein Geschäft, eine Firma betreiben wollte. Und das musste man denen schmackhaft machen. Das heißt, man musste das mit sozusagen Privilegien ausstatten, damit überhaupt die Menschen so etwas angenommen hatten. Denn der ganz normale Arbeiter damals, der im Schweiße seines Angesichts seinen Dollar, Hartgeld oder auch als Schein verdient hatte und das auch so gewohnt war, der wollte am Ende des Tages bezahlt werden oder am Ende eines Vertrages bezahlt werden. Ja? Naja, für den war das eine neue Sache, dass man jetzt das Geld auf die Bank trägt. Für den war es durchaus üblich, dass man sich ein Darlehen holte von einer Bank und zum Beispiel den Wert eines Fünftels seiner Ernte der Bank sozusagen als Kollateral versprach, wenn das ein Bauer war, oder ein Fünftel der Ausrüstung oder des erwirtschafteten Profites. Das war für eine Bank immer gut genug zu dem Zeitpunkt. Aber dann, dass man das verdiente Geld auch auf die Bank trägt und es dort für sich arbeiten lässt zu Zinsen, das war etwas, das war dem normal arbeitenden Menschen erst einmal sehr widerspenstig. Und da haben die gedacht, dass das geht mit dem Teufel zu. Wie kann sich Geld einfach so vermehren, ohne dass man etwas tut dafür? Wie kann ich auf einmal mehr bekommen, ohne dass ich dafür arbeite? Wie kann das sein? Und das ist einfach eine gute, kluge Überlegung. Und das heißt, das ist nicht so vonstatten gegangen, wie sich die Elite das vorgestellt hatte, dass sie jetzt alle Menschen hier zu Law Merchants, also zu Kreditkaufleuten machte, unwissenderweise, weil einfach ihr substanzielles Denken noch so stark unter den Menschen vorhanden war, dass das einfach nicht wirklich fruchtbar war. Das ging nicht. Und kurze Zeit darauf, vor allen Dingen nach der Rezession in den Vereinigten Staaten, Crash, dem großen Krisencrash 1928, ja, davor der Erste Weltkrieg, dann der Zweite Weltkrieg und so weiter und so fort. Das waren alles Ereignisse, die sozusagen den Menschen schocken sollten in eine neue Ordnung hinein, in etwas, was er akzeptieren kann als ein Neubeginn, als gleich von vornherein. Hier, wenn wir das jetzt so machen, dann passiert das nicht mehr. Dann gibt es keine Weltkriege mehr. Und das hatte also diese Total- oder diese Massenzerstörung von Eigentum, von Wert, von Land, von Häusern, Gebäuden. Das hatte natürlich erst einmal einen kommerziellen Sinn, nämlich die Dinge, der Wert war vernichtet. Und somit waren die Schulden auch, die Kredite, die damit verbunden waren, das ganze Geld, was in Zirkulation war, damit war auch vernichtet. Denn ist die Substanz vernichtet, dann ist auch die Fiktion vernichtet. Das Abbild davon. Es geht nicht anders. Es kann keinen Schatten geben, ohne dass es ein Objekt gibt, was den Schatten wirft. Und das war Sinn und Zweck. Und natürlich Sinn und Zweck war auch eine so große Vernichtung menschlichen Lebens, wie das überhaupt möglich war. Denn der Mensch galt als Substanz. Wie können wir das machen, dass wir so viel Substanz wie möglich vernichten, so viel Energie wie möglich vernichten? Und was war besonders groß vernichtet worden, besonders effektiv vernichtet worden? Das war hauptsächlich Christen. Das wird kaum erwähnt in der Geschichtsschreibung, aber es sind hauptsächlich Christen vernichtet worden. Und das auf eine Vielzahl von Art und Weise. Ja, der patriotische Vater zu Hause mit seinen patriotischen Söhnen, der gedacht hat, er kämpft für ein Land und ich verstanden hat, dass er für eine Firma kämpft. Ja, der es als seine heilige Pflicht ansah, sein Vaterland zu schützen und nicht verstanden hatte, dass er nicht sein Vaterland schützt, sondern die Interessen, kommerziellen Interessen einer Fiktion, ist in den Krieg gezogen und das in so vielen Ländern im Zweiten Weltkrieg und im Ersten auch, mit so vielen Männern tot, mit Vorständen der Familie, das hat natürlich den fruchtbaren Boden gelegt für einen Sozialstaat, wo der Staat jetzt einspringen konnte und für die Mütter und die Kinder sorgen konnte, die noch übrig waren. Ja, da kann man natürlich sehen, dass da sehr viel Diabolisches am Werk ist.
Teuflisches wirklich, Böses. Aber das Wort Böse auf Englisch evil ist eben rückwärts geschrieben live, also leben. Und zwar als Verb. Eben leben. Und man kann auf die englische Sprache besonders hingucken in Bezug auf Kommerz, in Bezug auf religiöse Wahrheiten, weil die englische Sprache genau für diesen Zweck eigentlich ursprünglich geschaffen wurde. Sprachen sind nicht so entstanden, wie wir uns das denken. Kaum jemand weiß, wie eine Sprache wirklich entstanden ist. Also jetzt wirklich ganz akribisch. Und das ist wirklich ein bisschen ein Geheimnis, wie das um Sprachen geht. Aber einen Hinweis kann ich geben. Sprachen sind immer phonetischer Natur. Und diese Phonetik, die wird in der einen oder anderen Sprache eben durch verschiedene Symbole dargestellt. Und dieses Vorwärts und Rückwärts, dieses in die eine Richtung, aber von der anderen Richtung auch, das sind oft ergänzende Prinzipien, die sich dann auch im Klang widerspiegeln. Und Klang ist etwas Wichtiges in der Sprache. Es sind nicht die Worte, es ist der Klang. Chinesisch zum Beispiel ist eine phonetische Sprache. Die Zeichen sind die Phonetik. Das ist nicht ein Buchstabe, der tot abstraktum ist. Hier, das ist immer ein B, sondern die Zeichen sind Klang. Und uns wird erzählt, es gibt so und so viele, ich weiß nicht was, zigtausende von chinesischen Schriftzeichen. Das sind keine Schriftzeichen, sondern das sind Klanggebilde, die basieren auf Regeln, wie man Klang sozusagen symbolisch darstellt. Das heißt, die Chinesen haben keine Schriftzeichen, sondern sie haben Klangzeichen wirklich oder Anweisungen in diesen Zeichen, wie die Stimme zu heben, zu senken ist und so weiter und so fort. Ganz anders als im Deutschen oder im Englischen oder überhaupt in den westeuropäischen Sprachen. Ja. Also, um jetzt darauf zurückzukommen, auf diese Kreditkaufleute, das heißt, man hat sich dann entschieden zu sagen, okay, wir machen alle zu Kreditkaufleuten. Das heißt, wir jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, wir geben Kredite großzügig hier, wir geben euch eine Person und ihr könnt Kredite beantragen hier und da und rechts und links und oben und unten, ähnlich wie das im Osten passiert ist nach der Wiedervereinigung. Und die Menschen sind also nach dem Krieg, nach völliger psychischer und existenzieller Erschöpfung, haben die einfach keine Kraft mehr gehabt, darüber nachzudenken, ob das jetzt gut und richtig ist. Aber eine Sache, die dabei passiert ist, ist natürlich, dass man sozusagen den Körper des Menschen, also seine Arbeitsleistung, ohne dessen Wissen und freiwillige Zustimmung, sozusagen verbrieft hatte. Das heißt, man hat das öffentliche Geld verbrieft durch eine Schuldverschreibung in die Zukunft, in der Regel 30 Jahre Laufzeit, einige sind 70, andere sind 100 Jahre Laufzeit, um somit das öffentliche Schuldgeld zu kollateralisieren. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie öffentliches Geld verwenden, ob das jetzt Kredit ist oder eine Banknote, ist das nichts weiter als ein Teil der Verbriefung Ihrer eigenen Arbeitskraft oder die eines anderen. Aber insgesamt natürlich ist es mehr oder weniger eine Repräsentation der eigenen Arbeitskraft. Und das ging natürlich auch nicht. Das heißt, das war sozusagen Augenwischerei. Und die wussten natürlich, dass man den Menschen etwas einrichten muss, auf der anderen Seite, auf der privaten Seite, was man als eine Freistellung bezeichnen kann. Die Freistellung von allen Verbindlichkeiten der Öffentlichkeit. Und das ist immer so, dass wenn man eine Forderung stellt, man auch die Heilung mitliefern muss. Das heißt, wenn ich von jemandem verlange, dass er mich in Gold bezahlt, dann muss ich wenigstens in das System, in dem der andere operiert, auch so viel Gold einbringen, dass er auch bezahlen kann. Denn ich kann ja nicht erwarten, dass das, was ich jetzt zusätzlich einbringe in einen Wirtschaftskreislauf, dann bezahlt wird mit dem, was andere in Form von eben Währung schon in das Wirtschaftssystem eingebracht haben. Das heißt, ich muss auch einen Teil des Kapitals damit einbringen. Ja, und nicht nur die Dinge. Und das ist heute eben abgetrennt. Ich bringe ja nicht nur die Dinge in eine Wirtschaft, sondern auch die Fähigkeit, dass das bezahlt werden kann. Und es kann sein, dass das Bedürfnis,
nach dem Ding, was ich da einbringe oder nach den Gütern, die ich da einbringe, eben eine Bank dazu inspiriert, zum Beispiel Kredit zu schaffen auf mithilfe von Bilanzverlängerung, um den Wert dessen, was ich da einbringe, sozusagen auf der öffentlichen Seite abzudecken. Ja. Aber derjenige, der etwas einbringt in ein System, wie zum Beispiel eine Rechnung, der muss auch die Heilung mit einbringen in Form der Bezahlung. Ich kann nicht erwarten, dass jemand in etwas bezahlt, was er nicht hat. Wenn ich das tue, dann muss ich mich nicht wundern, wenn er meine Produkte nicht nimmt. Ja, das sind also ganz logische, nüchterne, substanzbasierte Gedankengänge, die man auch in der Fiktion nicht einfach außer Acht lassen kann. Denn das sind substanzielle Prinzipien und die Fiktion muss die Substanz reflektieren und kann nicht neue Prinzipien erschaffen, ja, die kein Urbild haben in der Substanz, denn dann sind sie wirkungslos letztendlich. So, und ein Beispiel ist natürlich diese ständige Verbriefung und Weiterverbriefung und Ponzi-Schemen da von diesen Derivatenhändlern und diesen Forex-Händlern, ja, diesen Tradern. Das sind einfach die Geschäftmacher, indem sie Geld und Kredite und Versprechen und so weiter geschickt so manövrieren, dass der eine einen Riesenverlust macht und der andere einen Riesengewinn. Das sind Kriminelle und die sollten ganz entfernt werden aus diesem Wirtschaftskreislauf. Aber gut, das ist Teil des Systems. Das muss man auch annehmen, dass es so ist. So, und zu diesem Zweck wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die Bank für internationalen Ausgleich und der Internationale Währungsfonds gegründet und die Vereinten Nationen dort mit einbezogen in diese heilige Dreifaltigkeit, wenn ich das mal in Anführungsstrichen so sagen kann. Und die waren dafür verantwortlich, für die nächsten 50 Jahre dafür zu sorgen, dass alles seine Ordnung hat. Das war bis 1996. Und das haben die auch einigermaßen gut hingekriegt am Anfang. Aber dann hat sich herausgestellt, dass bestimmte elitäre Familien, wenn man so will, einen Weg gefunden hatten, die Freistellungen der einzelnen Bürger zu plündern und riesige Schulden sozusagen diesen Freistellungen zu belasten, um eigene schwarze Projekte zu finanzieren. Und das war ein großes Problem, auf das wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen im Moment. Aber das hat sich herausgestellt, das lief eben auch nicht so, wie es sein sollte. Aber ursprünglich war das so, dass man gesagt hat, wenn wir die Männer und Weiber und die Töchter und Söhne von Familien hier verschulden in Form von fiktiven Konstrukten, dann müssen wir auch eine Heilung mitliefern. Ja, und das muss eine substanzielle Heilung auch sein. Das heißt, die müssen dann in so einem System, wo sie als Kollateral selber auftreten, in Form von Fiktionen natürlich, auch die Möglichkeit haben, alle Verbindlichkeiten, die innerhalb dieser Fiktion entstehen, davon entbunden sind. Dass die sozusagen die Obligationen des Staates sind, da treuhänderisch die Freistellungen für diese Männer und Weiber, die ja hinter Personen zu finden sind, wenn man hinguckt, zu verwalten. Und das war eine hervorragende Idee. Und auf der öffentlichen Seite haben sie gesagt, aber das können wir denen so nicht sagen. Das können wir nicht an die große Glocke hängen. Warum nicht? Na, ganz einfach deswegen, weil das wäre nichts weiter als das Zugeständnis, dass die hier ihre Energie beziehen, der Staat, um funktionsfähig zu bleiben, von Männern und Weibern. Das heißt, es wäre eine Art von zugegebenem Menschenhandel gewesen und das hätte zu großen Aufständen geführt und eben keine friedliche Zivilisation geschaffen, in der Krieg zumindest in den Bereichen, wo wir uns befinden und die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, eben dann nicht mehr vorkommen sollte. Das heißt, die haben das den Menschen vorenthalten und haben anstatt dessen auch auf der öffentlichen Seite gesetzliches Geld per Verordnung herausgegeben und haben gesagt, hier, das ist gesetzliches Geld und gesetzliches Geld ist so definiert, als dass es, wenn es gegeben wird, zur Zahlung einer Schuld
oder zur Tilgung einer Schuld, auch angenommen werden muss zur Tilgung der Schuld. Das ist der einzige Charakter, den wirklich gesetzliches Geld hat. Wenn es gegeben wird, muss es angenommen werden. Das heißt aber nicht, dass es die einzige Zahlungsform ist. Mit anderen Worten, haben Sie es, dann muss die andere Seite das annehmen und die Schuld ist getilgt. Na, haben Sie es nicht, dann sagen Sie, ich habe das nicht, aber ich kann es anders regeln. Und jetzt muss die andere Seite sich darauf einlassen, denn das wäre sonst eine Entehrung. Das Wichtige ist hier, dass Sie das Prinzip des guten Glaubens zeigen, dass Sie in gutem Glauben handeln und sagen, ja, ich lehne die Schuld nicht ab, aber ich kann das in der gewünschten Form oder in der vereinbarten Form im Moment nicht leisten. Ich kann Ihnen aber das geben. Und jetzt, wenn das, was Sie geben, für die andere Partei überhaupt keinen Wert hat, dann muss sie das natürlich ablehnen, das ist klar. Aber wenn Sie wissen, dass Sie ihr etwas geben können, was für die andere Partei auch Wert hat, vielleicht nicht den Wert eines Profites, aber den Wert einer Tilgung der Schuld, der Forderung, in deren Büchern, dann ist das etwas, was die annehmen müssen. Also, diese Freistellung war ein großes Geheimnis und ist es auch heute noch in vieler Hinsicht, in den allermeisten Kreisen, aber wer mit Sicherheit Bescheid weiß, das sind natürlich die Bundes- und Länderfinanzminister, die Bundes- und Länderjustizminister. Das sind die Vice Presidents of Finance, also die Chief Financial Officers von Banken und großen Firmen, die auf dem Aktienmarkt zum Beispiel die öffentliche Aktien anbieten, ja. Die wissen das. Denn die operieren in der Form, dass sie in diese Freistellung ständig eingreifen und eintauchen und sich daraus eigentlich bezahlen lassen für die Leistung, die sie ihnen liefern. Und auf der öffentlichen Seite, um auf der öffentlichen Seite alles in Ordnung zu halten, schicken sie ihnen auch nochmal eine Rechnung. So, und jetzt schauen wir uns an, was die Rechnung ist. Das muss man sich genau angucken. Eine Rechnung geht natürlich an die Person, also an eine natürliche Person, was ja auch eine Fiktion ist. Es ist eine Person. Und wer hält denn diese Person? Wer ist denn Halter dieser Person? Naja, natürlich die Bank oder der Energieversorger selber, denn er hat auf Antrag hin dieses Konto geschaffen. Das heißt, da ist eine Kontonummer, das ist deren Kontonummer. Nicht ihre als sozusagen Versorgungsnehmer, denn sie haben nicht die Nummer dahingeschrieben und gesagt, machen Sie ein Konto auf mit der und der Nummer und das sei nun von nun an mein Elektrizitätskonto. Nein, sie schreiben ihr Elektrizitätskonto mit der Nummer sowieso. Ja, das ist aber nicht ihres, nicht in der Form, als dass sie es als Eigentum haben oder auch nur wirklich Besitz drüber haben, sondern es ist deren Konto, worüber sie verfügen. In Form zum Beispiel von Stromabnahme, Stromverbrauch, was auch Unsinn ist. Man kann Strom nicht verbrauchen, aber das ist ein anderes Thema. Oder aber, indem sie eine Zahlung geben. Ja? Das heißt, sie regeln die Transaktionen über dieses Konto. Aber es ist deren Kontonummer. Das heißt, die sind die Halter des Kontos und sie haben auch die administrative Kapazität, überhaupt Veränderungen da einzutragen, bezüglich der Rechnungen, bezüglich der Zahlungen und des Verbrauchs und so weiter und so fort. So. Und jetzt bekommen Sie also eine Rechnung. Und es heißt ja eine Rechnung. Das heißt, da wird etwas berechnet. Es ist erst einmal überhaupt keine Forderung, sondern es ist nur eine Rechnung. Das heißt, die legen Rechenschaft ab Ihnen gegenüber für das, was genau da passiert ist. Und jetzt, wenn die das Konto halten und die Rechnung hat unten eine positive Zahl draufstehen, hier, der Kontostand ist so und so viel, 3.000 Euro, ja, bitte überweisen Sie oder bitte gleichen Sie die obige Rechnung innerhalb von 14 Tagen aus oder so. Die halten das Konto, es ist deren Kontonummer und da steht, die Rechnung zeigt 3.000 Euro. Dann ist das
eine positive Bilanz, die die haben auf dem Konto, was in ihrem Namen ist. Es ist eine positive Bilanz und keine negative. Das heißt, es steht da nicht, es ist ihr Elektrizitätskonto und es ist überzogen. Hier minus 3000 und jetzt bitte füllen Sie das auf. Nein, Sie sagen auch gar nicht mehr bezahlen, sondern sagen, gleichen Sie das bitte aus. Naja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder begleiche ich das auf der öffentlichen Seite und ich gebe den 3000 Euro in Schuldverschreibungen, Euro-Schuldverschreibungen, dann ist das auch ausgeglichen, dann ist die positive Rechnung weg. Dann habe ich 3000 negative dagegen gesetzt und das Ganze ist weg. Oder aber, ich sage, gut, das sind die Zinsen, die mir angeboten werden für die Kredite, die die Firma anteilsmäßig aufgenommen hat für ihre eigene Operation, um mir den Strom zu liefern. Und ich nehme diese Zinsen an, vielen Dank, und gebe sie Ihnen zurück zum Ausgleich oder zur Nullsetzung des Kontos sowieso. Okay, das heißt, man macht sie sich zu eigen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich will eine Bargeldforderung haben, das wäre eine fatale Entehrung, aber man gibt die gleich zurück. Das ist nichts weiter als ein administrativer Prozess wirklich und sagt, hier, Sie können das sozusagen behalten und jetzt setzen Sie das Konto auf Null. Und das wird in der Buchhaltung gemacht nach den Prinzipien der sogenannten Intermittent Accounting Principles. Dafür gibt es auf Deutsch jetzt keine Übersetzung oder ich kenne keine, aber das ist internationaler Buchhaltungsstandard und Menschen, die bei KPMG arbeiten oder bei PricewaterhouseCoopers und für große Firmen die Buchhaltung machen und die Buchprüfer sind, die wissen ganz genau, was das ist. Ganz genau. Und auf diese Art und Weise machen übrigens große Firmen, regeln diese Dinge unter sich. So, das heißt, ich habe jetzt durch die Annahme der Rechnung die Zinsen angenommen, die mir die Firma schuldet. Ich habe keine Schuld angenommen. Ich habe einen Kredit angenommen. Und in dem Moment, wo ich den annehme, mache ich die andere Seite zum Schuldner. Weil woher sollen die denn jetzt diese Zinsen bezahlen? Die operieren auf dem Prinzip der 100%igen Vorbezahlung. Eine Elektrizitätsfirma kommt nicht von mir nichts, genauso wenig wie ein Autohersteller, einfach über Nacht, ja, haben die, was weiß ich nicht, was ist das Kapital, so und so viele Dinge herzustellen, Strom zu liefern, Stromnetze zu bauen und so weiter. Das wäre ja ein Wahnsinn. Wo kommen die her? Nun, die werden aufgezogen und aufgestellt von bestimmten Persönlichkeiten oder Gruppen von Persönlichkeiten, kann man sagen, die genau wissen, wie das kommerzielle System auf oberster Ebene funktioniert und wie man in die Freistellung oder mit anderen Worten in die nicht zurückzahlbaren Kredite, die die internationalen Banken Staaten zur Verfügung stellen, sozusagen hineingreifen können und die für sich beanspruchen können. Das ist eine Clique, das ist eine relativ große Clique und man muss sich angucken, die Lebensläufe dieser Vice Presidents of Finance, diese Chief Financial Officers und so weiter. Und wie die von einer Firma zur anderen großen Firma wandern, ja. Und alle immer ein oder zwei derjenigen Universitäten besucht haben, in denen so etwas gelehrt wird. Das kann man mal herausfinden, so aus Spaß, wenn man mal Langeweile hat. Aber wenige wissen das. Aber genügend wissen es, damit wir das nutzen können, denn es ist eingerichtet worden für uns. So, und in dem Moment, wo ich das annehme, die 3000, mache ich die zum Schuldner, weil die ganz korrekterweise mir die 3000 an den Zinsen zuschreiben, die sie für die nicht zurückzahlbaren Kredite sozusagen zahlen müssen. Jetzt aber, woher sollen die diese Zinsen nehmen? Ja. Woher sollen die das nehmen, wenn ich jetzt sage, ja, okay, danke, jetzt schicken Sie mir mal den Scheck. Da würde ich ja die in eine unmögliche Situation bringen, da sie ja eh Schuldner sind, weil sie auf der öffentlichen Seite operieren. Ja. Ich würde die entehren.
Das heißt, ich nehme das an, aber schicke es Ihnen zur Verrechnung zurück, zur Nullstellung des Kontos, zur Erfüllung der Nullbilanz des Kontostandes. Das Accounting, also der Buchstellung. Und dann ist die Sache erledigt. Und dann können die das nach den Regeln des Intermittent Accounting Principles verrechnen. Und dann ist die Sache ausgeglichen. Genauso, wie wenn sie jetzt, oder besser eigentlich, als wenn sie jetzt Bargeld gegeben haben, dann geben sie Geld oder auch Kreditgeld, dann schieben sie jetzt, sonst verschieben sie nur die Haftung auf sozusagen dieses andere Institut. Und natürlich verwenden die das als Profite, das können die auszahlen an Aktienhalter, die bekommen also Schuldnoten, Haftungsnoten, die Kaufkraft haben, wohlgemerkt, aber trotzdem, es ist eine Schuldverschiebung und es ist keine private Heilung. Sie halten somit die Verschuldung ständig am Laufen, aber mit einem Ausgleich per Annahme tilgen sie die Schuld endgültig. So. Und wenn Sie das tun, vielleicht haben Sie das erlebt schon, dann werden Sie feststellen, dass sich die andere Seite in der Regel in Schweigen hüllt. Hin und wieder kommt einer zurück und wenn das passiert, dann muss man gucken, ob ein Defekt drauf war auf der Annahme. Aber in der Regel hüllen Sie sich in Schweigen. So, jetzt, wie man eine Annahme genau macht, das schauen wir uns das nächste Mal an. Aber eins will ich sagen, die Annahme hier zum Abschluss, ist ein privater administrativer Prozess. Das heißt aber nicht, dass Sie das jetzt streng vertraulich und so weiter an die andere Partei unbedingt schicken müssen. Sie können das ruhig dahin schicken, wo es herkommt, oder einem zuschicken, wie dem Chefbuchhalter einer Firma, der Elektrizitätsfirma zum Beispiel, ja? Nicht jetzt dem Vorstandsvorsitzenden, der hat kaum eine Ahnung, wenn überhaupt, sondern es ist der Chefbuchhalter, der die Ahnung hat. Und wenn der nicht mitspielen will, dann finden Sie heraus, wer ist denn die Buchprüfungsfirma dieses Energieversorgers. Und dann wenden Sie sich an den. Ich habe denen eine Annahme geschickt, die sollen die verrechnen nach den Intermittent Accounting Principles, die machen das nicht. Was werden Sie da unternehmen? Naja, dann sind die auf einmal Zeuge geworden, dass hier die Buchführung nicht richtig gemacht wird. Und dann sind die auch in der Haftung, denn Buchprüfer, internationale Buchprüfer, die sind auch dem Internationalen Währungsfonds gegenüber verpflichtet. Und das nur als ein paar strategische Hinweise. Da kann man ganz schön Dinge ins Wanken bringen, wenn man weiß, wie man das tut und wie einfach das eigentlich ist, wenn man die Prinzipien versteht. Dinge, die man sich gar nicht jetzt vorstellen kann. Aber es ist ein privater administrativer Prozess. Und die andere Partei, wenn die nicht innerhalb von 24 Stunden das dann verrechnet, dann setzt man die in den Verzug. Und dann schulden sie einem den Betrag. Und der kann man natürlich eine private Verbindlichkeitserklärung, auch etwas für die Zukunft, durchsetzen oder erst einmal erstellen. Man kann versuchen, das einzuklagen, das ist etwas komplizierter. Man muss da eher die andere Seite verklagen darauf, dass sie die Buchung nicht durchgeführt hat. Aber es gibt andere Strategien, wie man dafür sorgen kann, dass man einen Beleg bekommt für ein angenommenes Papier, für den Wert auch, zu dem es angenommen wurde. Ja? Nicht, dass man das einfach hinschickt und dann weiß niemand, dass da was geschickt wurde, sondern dass man einen Beleg bekommt. Und über solche Strategien sprechen wir das nächste Mal und auch, wie man den Text ordentlich formuliert. Aber es geht jetzt erst einmal um das Prinzip der Annahme. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn man jetzt einfach sagt, okay, hier kommt eine Rechnung und ich nehme das jetzt einfach mal an. Das können Sie nicht machen mit schon existierenden Verträgen, in denen Sie monatelang oder jahrelang oder, um ganz präzise zu sein, mehr als dreimal in einer bestimmten Art und Weise schon bezahlt, in Anführungsstrichen, haben. Also haben Sie Ihre Hypothek dreimal per Überweisung bezahlt, dann können Sie nicht einfach von heute auf morgen daherkommen und eine Annahme machen und dann erwarten, dass die andere Seite das einfach verrechnet. Sie haben dann auch keine Grundlage, auch nicht auf der privaten Seite, da jetzt groß mit Pfandrechten und anderen kommerziellen Druckmitteln zu kommen, denn wir haben, als wir über Vertragsrecht sprachen, Sie müssen den Vertrag variieren. Und auch darüber
werden wir sprechen, wie man so etwas tun kann. Also das heute zum Thema Annahme. Ich weiß, da werden Fragen kommen, vielleicht zu Indossamenten und so weiter und so fort. Über die haben wir noch nicht gesprochen, werde ich also nicht beantworten. Wir sprechen heute über die Annahme im Prinzip. Und da steckt sehr viel mehr dahinter, als einfach nur ein Stück Papier wegschicken. Okay, man muss wissen, was man tut im Kommerz. Man muss wissen, was man tut und vor allen Dingen, welche Verbindlichkeiten man eingeht selber oder welche Verbindlichkeiten man verschiebt auf einen anderen. Das muss man genau wissen. Okay, und wenn man das nicht weiß, darf man es nicht tun. Und wenn man es schon gemacht hat, ohne es zu wissen, dann bin ich mir sicher, dass die andere Seite das auch schon weiß. Das soweit heute und dann gehen wir in den Fragenteil über.